Heute bei Futurism Radio Wolfgang Dauner, ein Porträt. Ich habe eigentlich schon improvisierte Musik schon immer gemacht, bevor ich Jazz gemacht habe. Also was man so improvisieren, ich habe ja sehr früh Klavier gespielt, mit 5 Jahren schon. Meine Tante war Klavierlehrerin und ihr Wunsch war natürlich, weil sie auch selber keine Kinder hatte, hat sie mir quasi dauernd Klavierunterricht gegeben. Und da habe ich schon immer sehr viel, ich hatte ein sehr gutes Gedächtnis für Sachen, die ich mal gehört habe. Das ist eigentlich eine Musik, die macht nur dem Spaß, der sie selber macht. Ja. Die anderen, die das hören, also vor allen Dingen, man muss es sehen. Sagen wir, der optische Aspekt ist ein ganz wichtiger, auch bei Free Jazz. Ja. Wenig Leute legen sich zu Hause Free Jazz-Platten auf, da bin ich ziemlich sicher. Man hat den Arnett Coleman mal gefragt, warum er diese Musik Free Jazz genannt hat, was er da gemacht hat. Und er hat gesagt, er hätte niemals, das seien die Journalisten gewesen, die das Wort erfunden hätten. Ja. Das ist so, bei der experimentellen Musik ist es so, wenn man zu früh dran ist, ist es schlecht. Ja? Also wird es nachher von anderen Leuten wiederholt und so. Und die streichen dann auch das Lob ein sozusagen. Ich denke, das ist ganz schwierig für einen jungen Musiker, wenn er hört, dass andere bedeutende Leute, internationale Leute, irgendwie Drogen nehmen und scheinbar deshalb so gut spielen. Ja? Und dann ist das für einen jungen Musiker unheimlich schwer, jetzt das nicht auch mal auszuprobieren. Das habe ich gemacht, ich habe alles zerschlagen, ich habe alles zerstört, die ganzen Fesseln abgelegt, ich habe Klaviere verbrannt, zersägt, ja. Und jetzt spiele ich einfach harmonisch geprägte Musik und das kann ich gut, warum soll ich das nicht machen? Ja? Ich finde, man muss die Leute emotional mit seiner Musik erreichen. Ich glaube, dass sich der Jazz immer mehr verästelt, in allen möglichen Richtungen hin. Der wird ja ausgepresst, auch wie eine Zitrone. Die ganze Popmusik lebt eigentlich von Jazz-Elementen, sozusagen. Und nur wird nichts dafür getan. Ich sage immer, wenn ich so in bestimmten Kulturprogrammen höre ich nur Ankündigungen von allen möglichen Sendungen mit Jazz-Jingles. Also, ob das jetzt Krimi ist oder Wissenschaft oder was es auch ist, es ist immer ein Ausschnitt aus einer bestimmten Jazz-Richtung. Aber eine richtige Sendung für Jazz, das haben die meisten Radiostationen überhaupt nicht mehr.